Oh mein Gott, meine Frau hat das einfach nicht abgemeldet. Einfach HelloFresh hat mir gerade Geld vom... Ach du Scheiße. Ich geh, dreh doch durch bei sowas, Digga. Küss dein Herz nur wegen dir. Ich küss dein Herz, Jay Mono. Vielen, vielen, vielen Dank. So, Dreddys. Was geht ab, YouTube? Ja, es ist wieder Zeit für Durchdrehen. Pumping Monkey, Tinder, Frankfurt, Ehrenlos, Subs, ich lieb Schwanz, lass ein Sub da, folg mir auf Twitch. So sieht's aus, Adredis, ja? Ist ein Tinder, das nicht heute aufgenommen worden ist, ist ein bisschen länger schon aufgenommen, aber ich denke, es ist ein frischer Upload und wir gehen rein. Folgt mir gerne auf Twitch. Erster Link im Bio. Smike. Leute, jetzt wird's ernst. Spaß beiseite. Ihr könnt schon sehen, Tinder-Aufstellung. Frankfurt ist gerade die Hölle los. Filmen wir einmal so, einmal drumrum, so von oben. Guck mal, was hier los ist. Hier ist die, film schon die Menschen. Das ist Frankfurt im Sommer, Bruder. Schwör auf meine Mutter. Hauptstadt der Virus. Virus, Hauptstadt. Corona liebt Frankfurt. Okay, komm her. Ihr könnt schon sehen, hier ist die Hölle los. So, dann würde ich sagen, ich mach die Ladies, du machst die Jungs. Ladies. Okay, ich würde mal sagen, wir babbeln gar nicht lange rum. Babbeln! Wir gehen einmal unsere Single Ladies durch. Single Ladies, guckt sie euch mal an. Oh mein Gott. Oh, hello, Barbie Girl. Und jetzt sind wir bei den Giganten. Oh mein Gott, wen haben wir denn da? Alter. Komm her, so. Einzelnen Chat, wenn ihr würdet. Bruder, wurde zensiert? So, jetzt die Jungs bitte. Bruder, wieder zensiert. Ey, was geht ab? Arme. La Milletin içinde! Okay. Okay, alles klar. Wen haben wir hier? Der erinnert mich auch an irgendjemanden. Krass. Way, yo. Abo, Cousin. Abo, Cousin. Walla, so sieht Tolga immer aus nach zwei Gläser Jackie, Digga. Walla, so sieht Tolga immer aus, Digga. Simpo, dankeschön für den Verschenken. Korrekt. Was ein hübscher Alter. Guck dir das Gesicht mal an. So eine Selbstbewusstheit habe ich noch nie gesehen. Guck mal hier, ja, Baba Locken sind auf jeden Fall am Start. Der hat einfach Marlboro-T-Shirt, Bruder. So, ihr wisst Bescheid, Tinder auf meine Art, let's go, alte Zeiten sind back. Auf jeden Fall, Mann. Let's go, dann würde ich mal sagen, Ladies first. Hello. Hello. Stell dich mal vor und du hörst zu. Ich bin Christina, ich bin 17 Jahre alt. Das Video ist okay für dich? Ja, wir sind nicht schon gut. Weißt du, was deine Aufgabe ist? Ja. Ja, was denn? Ihn zu bewerten. Nee, du, erstmal musst du ihn abchecken von oben bis unten. Guck mal hier, Baba Locke. Geh ein bisschen näher. I've been really trying, Bruder, warum hast du diese Pulli angezogen? Walla, warum, Bruder? Christina, ja. Sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ja, aber ich habe einen Freund. Daten kann Wie man. Sieht dein Freund aus? Der ist groß. Groß? Der ist groß. Okay, gut, hören wir uns die Meinung mal von drüben an. Wow, war lange her auf jeden Fall. Ja. Mein Bruder. Ja. Siehst du die Chaya? Stell dich mal vor, wie alt bist du? 17. Wie heißt du? 17, ABM. Wie heißt du? 17. Wie heißt du? 17. Siehst du die Chaya? Stell dich mal vor, wie alt bist du? 17. Wie heißt du? 17, ABM. Okay, 17. Ja. 17 heißt du. Ja. Nachnamen 17,5. Was? Egal, Bruder. Okay. Weißt du, was du jetzt machst? Kuss mir, du. Dankeschön für den Verschenk. Bruder, du checkst jetzt Dings, Brilli von oben bis unten ab. Sie ist ganz hübsch, aber... Kuss, Digga. Schiebe mit zwei Verschenkten. Da haben wir den Hype-Train, Adredis. Hä? Ah, nee, noch nicht. Da haben wir den Hype-Train. Doch, Hype-Train haben wir schon. Vielen, vielen Dank. Korrekt ist korrekt. Und kommt auf korrekt. Sehr nice. Lass uns weitermachen. Okay, mein Bruder, was sagst du? Sie ist ganz hübsch. Top oder Diese Flop? Hose ist auch Top oder Flop? Schön. Flop. Flop? Ja. Warum? Wegen Flop. Sie ist nicht in mein Typisch, ne? Wegen sie hat auch einen Freund und deswegen. Und also... Ja, aber was, wenn sie jetzt keinen Freund hätte? Das auch geht nicht, Bruder.
Wenn sie jetzt die Brille abzieht? Mach ich einmal. Sie ist nicht schon mein typisch. Zieh mal. Doch, mach ihn. Nein, Bruder, wala, nein, es geht nicht, Bruder. Mit Brille ist schon, aber ohne Brille verkackt einfach. Was hast du gesagt wegen ihrer Stirn? Also haben wir ein Nein. Nein. Okay. Doppelt Nein. Du hast auch Nein gesagt, ne? Diese Nummer. Hast du schon. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Jessica. Komm, da kommt mehr raus aus dir. Ich bin Jessica, auch 17 Jahre alt. Ich schwöre. Okay, Jessica? Ja. Wo ist dein Typ? Hey, wo ist die Reihe, Land? Warum ist der weggerannt? Nein, lass ihn. Ey, Walla, was ist diese? Wo ist der hin? Der ist einfach abgehauen. Bist du echt 17? Bitte, mach mal. Okay, Jessica, check ihn mal ab von oben bis unten. Ah, boah. Auswechseln. Ach du Scheiße, Walla, Gillette Fusion, der 3D-Rasierer. Ach du Cousin, ich wurf meine Mutter Meister Proper an Oberschenkel. Walla, warum? Warum, Cousin? Ich wurf, Bruder, Walla, sein Name ist Einwegrasierer. Scheiß drauf, Cousin. Was hat er da gemacht? Hast du ihn abgescannt? Ja. Gescannt? Gescannt. Chill mal kurz. Die will doch Wasser. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein. Warum? Es gibt mehrere Sachen. Wie man sieht, bin ich ein bisschen braun. Er ist für mich viel zu hell. Du bist viel zu hell? Ja. Okay. Auf was für Typen stehst du? Stehst du auf Baba, kurze, geleckte Haare? Muss geleckte, sonst schlägt er ab. Was, Bruder? Sag mir nochmal, was du gerade gesagt hast. Ich hab gesagt, ich stehe auf Baba Kutte, geleckte Haare, wenn die nicht geleckt sind, leck ich die. Einfach, wie gesagt, du hast mein zwei Tabak von mir. Wo sind die? Hat die dein Bruder geraucht? Oh, ja. Okay, also nein. Hör mal zu. Ich schwör auf meine Mutter, gell? Warum sagst du, also mich interessiert das halt, ne? Warum sagst du das so offen mit diesen Lecken? Das würde mich gerade interessieren. Mit was? Mit diese, du würdest ihn lecken. Nein, nicht lecken. Ich würde seine Haare lecken. Warum denn seine Haare? Ich stehe auf Jungs, die diese Haare nach hinten sind. Okay, also wir haben hier ein Nein. Nein. Sag ich schwör. Nein. Okay, wir hören uns die Meinung von drüben an. Hallo, Kollege. Wie geht's dir, mein Freund? Geht's dir gut? Ja, geht's gut. Wie geht's dir? Also erzähl mal, mein Bruder. Wie alt bist du? Wie heißt du? Ja, ich bin 17. Ich bin Bartosz. Ich komme aus... Was? Bartosz. Polnischer Name. Bartosz. Ja. Bartosz. Mach lieber Halos, Cousin. Halos ist besser, Digga. Ich hab Halos. Wie geht's deinem Bein? Halos, geht's gut, Cousin. Nicht Bartosz. Das ist mein Handy. Okay, mein Bruder. Check mal diese ab von oben bis unten, mein Bruder. Warte mal. I've been really trying, baby. Also, mein Bruder, hau raus. Gefällt dir nicht? Also, sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Ich finde leider, sie hat ein bisschen zu viel Schminke und so. Aber sie hat eine schöne Brille und so. Ja, sieht gut aus eigentlich. Okay, also. Und der hat mehr Beinhaare als du, 100%. Würdest du sagen ja? Ja, ich würde sagen ja. Er hat ja gesagt, Bruder. Ja? Ja, ich würde sagen. Oh mein Gott, er hat ja gesagt. Hast du es gehört, Jessica? Wir gehen mal kurz zu Jessica. Er würde dich daten. Gibst du ihm eine Chance? Er ist halt nicht mein Typ so. Was soll ich machen? So, wir können einmal in den Zahn reingehen. Wir können trinken holen und mehr dann nicht. Okay, alle, komm, wir gehen eins weiter. Ich schwöre. Entschuldigung, dass ihr mich noch nicht kennt, Leute. Dolisha Grace back in the house. Dolly is back. Arfa, soll ich meine Peitsche... soll ich meine Peitsche gleich rausholen, Schatz? Hey, hau nicht ab. Arfa, herkommen. Aber mich auf OnlyFans abonnieren, Girl. Der hat keinen Bock auf mich, schaut sich aber mein Content im Internet an. Where's Mr. Arfa? We wanna know the tea. We wanna know the tea. Komm mal hin. Arfa. Schatz, weißt du, was ich gemerkt habe? Dass du mein Account bzw. mein Content auf OnlyFans anschaust und jetzt so tust, als ob du nicht auf mich stehst. Was soll das? Erklär mir das. Alpha, is it a tea? I wanna know. Soll ich das Abonnement machen? Ich bin Killo. Mutter, ich höre das erste Mal von OnlyFans, Walla.
Haben Sie an Silvester geklaut und Frauen begrapscht? Nein, ich mache nicht Samsara, Bola. Ich mache nicht Samsara. Und warum hat die Polizei diesen Zettel gefunden? Tut er mir nur ich hab alles sogar. Okay, wenn man so was sagt, mit deiner Ex-Freundin? Ich sag dir so, ja, okay, ja, ich war drauf gewesen, ich hab mir so angeguckt, weil das Ding ist, ihr seht ja selber bei diesen Nippeln, die sind so hart wie Dragon Balls. Und so. Wichtig, dass man auch so was Großes hier von der Größe her was Passendes dabei hat, weil ab und zu, man sieht ja, wie klein ich bin, ich muss ja zum Beispiel auf dem Dachboden, muss ja vielleicht was runterholen oder so. Und dann besteige ich einfach mal kurz auf Dalisha und hole das einfach kurz runter. Deswegen ist es perfekt, eigentlich immer so eine Leiter dabei zu haben. Schatz, check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Ach du Scheiße. Jetzt hat er nicht angezogen. Dolisha, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Also, Schatz, weil du fast so groß bist wie ich und ich keine Hörst du mir zu, wenn ich mit dir rede und anstatt dein Parfüm da aufzutragen, billig 1 Million, whatever? Oh. Auf jeden Fall ist der Punkt, Schatz. Dein 1 Million Parfüm ist aber leider nicht so 1 Million wie dein Bankkonto. Sorry, aber tut mir leid, Schatz. Ich glaube, ich muss bei dir leider nein sagen, weil mein Teddybär-Freund aus Österreich, Schatz, würde dich, glaube ich. Jetzt ist Nein, Anna, zum Glück, Alter. Gerade ist es Nein, jetzt ist es Nase. Gerade ist ja jetzt ist es Nein. Was jetzt? Entscheid mal. Voila, welche Sprache hat er geredet, Bruder? Was war denn das, Cousin? Voila, Planet Namek. Wie wenn man Radio verstellt, hört er sich an. Gerade ist es Nein, jetzt ist es Nase. Gerade ist es ja, jetzt ist es Nein. Was jetzt? Entscheid mal. Zieh mal deine Bauchtasche hoch, wir wollen hier mal was sehen. Da ist nicht mal eine Beule, Schatz. Was ist da? Alter, bei dir eine Beule, Alter, sag mal ehrlich. Du als Person mit Migrationshintergrund willst hier jemanden beleidigen. Yeah. Das zeigt nur, wie wenig Intelligenz du hast, wie wenig Wissen du hast, wie wenig Talent du hast und wie wenig du besitzt, um hier sowas zu behaupten und nicht zu verstehen, dass das nicht okay ist. Und mit Original-Sachen kennst du dich nicht aus, wie ich gerade bei der Bauchtasche sehe. Oh. Ab jetzt gehe ich weg, diskutiere weiter mit Dolisha, aber dich ja, weil du keine Argumente gerade hast. Wo sind deine Argumente? Was für Argumente, Alter? Du bist Kurde, siehst aus selber wie ein Transformers, Alter. Was hat meine Nationalität mit Transsein zu tun? Sagst du, bist Moslem, ne? Dein Argument macht keinen Sinn. Ja, bin ich. Du bist Kurdin oder Kurde? Ja. Okay. Und du bist Drag Queen. Ich bin jetzt nicht in Drag, aber ich bin eine Drag Queen, ja. Okay. Also, ich habe nichts gegen dich, Bero. Schieß gegen Dolisha, aber lass etwas raus, wofür sie nicht kann. Ich muss wirklich sagen, Schatz, leider nicht mein OnlyFans-Account abonniert hast, Schatz, muss ich dir leider gestehen, das passt nicht. Deine Brusthaare sind auch viel zu wenig, Schatz. Und dein Bartwuchs sollte erstmal richtig passen, Schatz. Schaut mehr raus. Okay, ich muss sagen, der hat schon Brusthaare, Leute. Also nein. Warte. Dieses Warte war ein bisschen komisch gesehen. I've been really trying, baby. Würdest du Dolly daten? Ja, nein, begründen. Nein. Warum lügst du? Schatz, warum nein? Andere bezahlen dafür, dass sie mich daten dürfen. Warum sind Männer immer so anstrengend, Leute? Kein Wunder, dass wir Frauen alle Männerhass haben mit diesen anstrengenden Kindern hier. Ja, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Okay, wir gehen mal eins weiter. Stell dich mal vor. Welcome, kurdische Queen is back. Ich mache immer noch Botox, schreib mir auf Instagram. Und jetzt bin ich gespannt, wer heute da ist, denn ich habe so einiges gehört. Machen wir abchecken? Let's do. Check ihn mal ab von oben bis unten. Was geht? I've been really trying, baby. Gypsy! Also! Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Ich war heute hier auf der Suche nach einem Baba Albaner mit. Und heute sehe ich hier jemanden, der so selbstbewusst tanzt, selbstbewusst vor mir steht
obwohl Videos rumgehen von ActTube, wo er das N-Wort sagt. Ich stehe für meine Black Community von vorne bis hinten ein. Du heißt zwar ActTube. Ich habe Kurden gesehen mit großen Eiern. Ich habe Albaner gesehen mit kleinen Eiern. Heute sehe ich einen Mann, der das N-Wort sagt und ich sehe keine Eier. Du nennst dich zwar ActTube. Warte, du nennst dich ActTube. Ab heute bist du eierloser Tube. Denn for real, ab heute bist du eierloser Tube. Ein Mensch, der das N-Wort im Internet sagt für Aufmerksamkeit, ist keine Person, die man daten möchte. Period. Erstmal habe ich mich für den TikTok-Skandal entschuldigt und es tut mir leid an der Black Community. Black Lives Matter, erstmal Entschuldigung an dieser Stelle. Okay. Aber du siehst aus wie Harry, yo. Okay, du, komm mal her. Lieber küsse ich die Wand, als mit dir zu chillen, yo. Was okay, dann komm mal her. Du küsst lieber die Wand, als mit mir zu chillen, ist kein Wunder, denn du wirst niemals eine Frau haben, die du küssen kannst, deswegen küsst du die Wand, first of all. Zweitens. Boah, der. Du hast dich für dein TikTok entschuldigt. Da reicht keine Entschuldigung, da reichen Taten. Welche Taten hast du gezeigt, außer dich im Internet zu blamieren? Was geht dich das an, was für... Bist du mein Vater oder was? Was ist das, yo? Meine Mutter ist die... Was ist mich... Was es mich angeht, ist, dass ich für Diskriminierung kämpfe und für meine dunkelhäutigen Schwestern. Wenn du das N-Wort sagst, für Aufmerksamkeit, und du hast das zugeben, dass du es nur für Aufmerksamkeit gemacht hast. Ja, das stimmt. Das zeig hab ich gesagt, das nur, ich. Ich habe mich entschuldigt. Warte, wer bist du? Wer bist du? Ich bin eine Person, die sich dafür einsetzt. Du stehst hier gerade als Mann. Du solltest dich jeder für deine... Jeder weiß, dass ich mich entschuldigt habe und dass ich für die Tat gestanden habe. Bruder, ich schwör auf meine Mutter, mein Kopf wird krank von diesen Geschichten, Digga. Ich schwör auf meine Mutter, Walla. Wie kann das unterhaltsam sein, Digga? Ich find's auch unterhaltsam. Das macht mich ja so ein bisschen komisch. Wie wenn's einfach ein Video, zwei Ärsche und einer kackt und danach wartest du so, kackt der nichts. Dann immer unten auf Boden sammeln sich dann zwei Haufen Scheiße. Und wir gucken und wir denken, boah, krass, Baba. Ich weiß nicht, warum das so ist, Digga. Das ist kein Rassismus. Reicht nicht. Wo sind deine du, was du machst, wo ist. Hast du das, was du machst, ist ekelhaft. Was ist ekelhaft? Okay, warte. Du lässt mich schlecht dastehen, als ich bin. Du kennst mich nicht. Du kennst mich nicht. Nein, wo? Nein, du kennst lass mich doch mal ausreden. Warum bist du gerade so schwach? Komm doch mal runter. Also. Meinungsfreiheit, oder nicht? Diskriminierung ist keine Meinung. Wo habe ich jetzt diskriminiert? Yo. Weil du, ja. Dunkelhäutige, als, weil du Dunkelhäutige mit dem N-Wort bezeichnet ja, hast. Ja, das ist ein Jahr her. Ja, okay. Ein Jahr. Deine Taten, wo du dich entschuldigen kannst. Wo hast du dich für die Community eingesetzt? Frage. Ich habe mich für die Community eingesetzt. Wie? Ich habe mich auf TikTok entschuldigt. Wie? Ich habe die Videos runtergenommen aus Respekt. Und dann kommst du, und dann kommst du mir, hast du für Black Lives Matter gesprochen? Natürlich habe ich dafür. Wo sind deine Beweise? Wo sind deine Argumente? Stell dich erst mal vor. Was geht ab? Ich bin Eggy on the People. Was geht ab, yo? Armer, lass mich letztlich schütteln! Okay, voll. Ich find's unfair, Queen Gypsy, dass du nur Sachen aus meiner Vergangenheit erwähnst, was, wofür ich mich schon... Bitte geh. Wie du sollst gehen? Du kannst mir entstehen ein... Yo, was ist das? Was soll mit dem... Da ist nichts zum... Das ist besser, als wenn ich einen Chupa Chup in meinen Mund nehme. Du sagst ja nichts. Wenigstens hab ich einen im Gegensatz zu dir, yo. Also, meine Intelligenz ist nicht nur größer, sondern meine Größe und meine Männlichkeit und meine Toleranz gegenüber Menschen sowieso. Sehr cringe, Bruder. Sehr cringe, Digga. Ich weiß nicht. Dieses Video war sehr cringe. Gerade am Ende, Bruder. Ich weiß nicht, was ActTube da versucht hat, Digga. Aber Bruder, macht's einfach nie wieder, Bruder. Macht's einfach nie wieder, Bruder. Bitte, Digga. Macht's nie wieder, Cousin. Ai. Habt ihr auch Kopfschmerzen gerade? Wow, mein Kopf, Bruder.